Anthony, ich habe das Gefühl, keiner versteht mich. Glaub mir, du bist toll. Du findest mich toll? In deinem süßen Hintern will ich gar nicht erst anfangen. Was? Was? Du bist so nervig. Du machst einen fertig. Geht's noch? Hast du ein Problem oder was? Am Tag vor seinem 12. Geburtstag läuft für Alexander einfach alles schief. Kaugummi im Haar, er blamiert sich vor seinem Schwarm, die ganze Schule lacht über ein virales Bikini-Foto von ihm, er setzt das Chemielabor in Brand und es scheint, als ob keiner zu seiner geplanten Party kommen wird. Ich stelle mich morgen bei einem Spieleentwickler vor. Wenn die Präsentation gut läuft, werde ich die Leiterin bei Lone Hill Press. Und wenn ich morgen beim Führerschein nicht durchfalle, habe ich alles, was ich je wollte. Müsst ihr nicht längst aufstehen? Die durchaus kurzweilige Komödie basiert auf dem 34-seitigen Kinderbilderbuch Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day von Judith Wyerst aus dem Jahr 1972. Drehbuchautor Rob Lieber hat es für die große Leinwand adaptiert, wobei er den Chaostag des vorpubertären Titelhelden ins Zeitalter digitaler Hänseleien verlegt. Ich werde deine Farbprüfung abnehmen. Das ist meine Freundin. Es geht bestimmt um den Schulball. Ich würde doch niemals ans Telefon gehen, während ich fahre. Schulbälle sind nicht jeden Tag. Hey, Sie, bist du irre? Telefon runter, jetzt gleich! Sie haben mich reingelegt! Steig aus! Er hat wohl nicht bestanden. Ich hab dir gesagt, der Tag ist verflucht. Schieb die Schuld ja nicht auf jemand anderen. Es ist ihre Schuld. Kann ich auch Ich glaube ja, miese Tage gibt es nur, damit man die guten noch mehr zu schätzen weiß. Ich kenne mich damit aus. Wir werden uns von diesem Tag nicht unterkriegen lassen. Sind wir bereit, Kubas? Ja! Randale, Ralf, das war wohl nichts. Durch all ihre Missgeschicke und Missverständnisse wird die Familie enger zusammengeschweißt, womit sich eine gewisse Parallele zur überdrehten Chaoskomödie Wir sind die Millers ergibt. Die anarchisch angehauchten Abenteuer der Coopers fallen dabei allerdings bedeutend zahmer und weniger anzüglich aus. Sie haben nicht die geringste Vorstellung, was heute bei uns los war.